Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wie immer geht es weiter im Quest. Ich habe mit der Ältesten Alarane gesprochen. Sie bricht jedoch nicht auf, ehe ich mit ihrem Gegenüber Kelroth gesprochen habe. Ich sollte zur großen Waage zurückkehren und den Pfad zu Kelroth öffnen. Das machen wir doch jetzt mal für die Gute hier. Und jetzt darf ich hier wieder rumdrehen. Jawohl. Jetzt kommen da wieder irgendwelche Leute. Wuhu! Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die hier immer hingehen. Mich dann erst angreifen, als ob die jetzt hier stehen müssen oder so. Naja, wie ihr meint. Drehen wir hier auch nochmal. Jetzt kommen die. Und zwar von da. Ziemlich viele Viecher. Und wieder drehen. Wir bringen die Waage ins Gleichgewicht. Prima. Den verbleibenden Ältesten erreichen. Okay, dann wollen wir mal. Gucken wir mal, was hier wieder ist. Hey ho. Purpurs Hinterdecke. Verborgenes Objekt entdeckt. Und hier haben wir den anderen. Sorgen eilen euch voraus, Sterbliche. Sie sind beinahe genug, um die große Waage von allein zu bewegen. Es ist Jahrhunderte her, seit meine Besinnung zuletzt unterbrochen wurde. Was führt euch hierher? Was könnte eine Sterbliche von mir wollen? Deine Bisarane, Quatsch. Wie heißt sie? Die Alarane. Die vermisst dich. Bisarane muss die Sorgen finden. Dadurch, dass ihr Alarane erreicht habt, habe auch ich von eurer Aufgabe erfahren. Wenn sie diesem König der Sorgen helfen will, schließe ich mich ihrer Zustimmung an. Aber zu erfahren, wo sich die Sorgen befinden, beantwortet kaum eine der gestellten Fragen. Um sie zu erreichen, wird mehr als nur Wissen erforderlich sein. Wo ist Alarane? Wir werden sie treffen, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr müsst euch gedulden, Sterbliche. Mhm. Alarane und ich waren einige Zeit voneinander getrennt. Habe ich auch gehört. Ich denke, sobald das alles vorüber ist, wäre es gut, wenn wir unsere Meditationen wieder aufnehmen. Gemeinsam. Wie sie beide immer um den heißen Brei herumreden. Ich war eine dieser erbärmlichen Gestalten, die der trauernde König rettete, als er zum ersten Mal einen Fuß in die Feenlande setzte. Als er mich von der Fäulnis des Winters befreite, begriff ich, dass ich dasselbe tun könnte. So erlernte ich die feineren Aspekte seiner Magie und folgte ihm als erster Schürfer. Er war und bleibt einzigartig unter unseresgleichen. Niemand konnte das, wozu er fähig war. Wie selbstverständlich konnte er die Sorgen in anderen aufspüren und in ihrem Wesen schürfen. Und obwohl er das Haus der Sorgen gründete und die Geburt des Hofes des Winters miterlebte, blieb er nicht bei uns. Vielleicht war es seine Entscheidung oder auch Schicksal. Aber er ging nach Eshara, um niemals zurückzukehren. Ich denke, dieser Krieg hat alle anderen Winterfeien verzehrt, die den trauernden König noch kannten. Doch obwohl Alarane und ich noch hier sind, kann ich mich kaum mehr an ihn erinnern. Okay. Also gut. Lassen wir das mal und... Ohne Alaranes Anwesenheit können wir nicht fort. Also gut. Hast ja recht. Dann gehen wir da auch nochmal hin jetzt und dann geht's hier bestimmt gleich voll ab. Hallo. Ich habe nicht sonderlich viel Zeit in Gegenwart Sterblicher verbracht,
Aber irgendwie dachte ich, ihr würdet rascher handeln. Wie jetzt? Wo ist Kelroth? Dort, wo wir uns treffen müssen. Kommt, und die Ältesten werden vor euren Augen wieder vereint werden. Ist doch hinter mir. Auf Wiedersehen. Da kommt er doch. Hier, komm mal her jetzt. Komm, trefft euch mal. Inventar ist voll. Und so erblicken sich die Ältesten erneut. Es ist einige Zeit her, seit ich Alarane zuletzt gesehen habe, Sterbliche. Ich danke Bitte. Euch. Aber Visarane wird mehr als nur Wissen benötigen, um die Sorgen zu erreichen. Er wird einen Schlüssel brauchen, der in Sinsea liegt, der Höhle des trauernden Königs. Ich soll also den Schlüssel finden? Das ist richtig. Und es ist eine schwierige Aufgabe für eine Sterbliche. Ein Feie wäre weitaus besser geeignet, die Höhle zu überwinden, aber die Zeit drängt. Ihr werdet euch dem jedoch nicht allein stellen müssen. Einer von uns wird euch dabei helfen, den Schlüssel aus Sinsea zu bergen, während der andere Visarane erklärt, wie man die Sorgen erreicht. Die Entscheidung liegt bei euch. Ist es wichtig, wen ich mitnehme? Für euer Ziel ist es unerheblich. Wir sind beide mit der Höhle des trauernden Königs vertraut. Aber ich wirke Magie und Alarane setzt ihre Feienklingen ein. Es wird kein leichter Weg, Sterbliche. Wir können eure Fähigkeiten entweder ergänzen oder sie verstärken. Magie oder Feinklingen? Aber ich wirke Magie. Also er hat Magie und sie Feinklingen. Ich glaube, ich finde Magie besser. Ja. So soll es sein. Ich musste meine Magie nicht mehr einsetzen, seit ich Damalrock betreten habe. Aber ich nehme an, wir haben keinen leichten Weg vor uns. Und nun müssen wir uns nach Sinsea begeben. Ich werde mit Hilfe des Schattenschritts zur Höhle reisen und dann dort auf euch warten. Lasst uns aufbrechen. Also gut. Okay, geht los. Ja, ich muss aber das Zeug noch mitnehmen. Wenn ich kann. Was haben wir denn jetzt hier? Rüstung. Was ist denn jetzt hier neu? Was ist denn jetzt hier neu? Ja, wir haben mittlerweile auch die Robe der Sorgen. Die sieht so aus, aber ich schleppe dich gerade so sinnlos mit mir rum, genauso wie das hier. Will ich das überhaupt weiter mit mir rumschleppen? Ich meine, es sieht wahrscheinlich cool aus, aber es, naja, die Macht fehlt halt. Die Macht. Ist halt so. Und hier haben wir 60 Leben und oh, nur noch 9 von 24. Haben wir noch ein Reparaturkit oder haben wir nicht? Das wäre... Nee, und wir haben immer noch diese blöden Fiolen von meinem Nebenquest. Das nimmt mir auch immer voll viel Platz weg. Vielleicht sollte ich die mal wieder dem Typen vorbeibringen. Ich weiß aber schon wieder gar nicht, wo der überhaupt haust. Der läuft da draußen irgendwo in den Erathel-Ebenen rum, glaube ich. Ist ja auch egal. Was kann ich denn mal vom Plunder loswerden? Den Bogen hier, okay. Dann nimm mal den Talisman der Sorgen und Accessoires. Hätten wir dann... Ist das jetzt schon ausgerüstet dann? Oder habe ich da jetzt nicht... Rüstung? Ach, war das was anderes? Ja. Das war ein Schild. Ach ja, klar. Ist ja keine Kette. Talisman und so. Okay. Ja, Zauberkraft... 70 Leben bei Nacht ist natürlich auch cool. Eigentlich schon. Das, was wir jetzt haben, hat 60 halt. Dann haben wir auch 60 hier. Ist nicht schlecht und ich habe das Schild eigentlich auch nur drinne behalten, weil wir halt nur noch einen Rüstungswert von 9 von 24 haben. Also, ich muss mich ja hier ordentlich hinsetzen. Wir müssten halt eigentlich mal zum Schmied wieder, zu unserem Freund Bill oder wie er nochmal heißt. Und ja, dann packe ich das hier einfach mal weg. Ja, es nimmt nur Platz weg. So. Habe ich alles? Ja, ne? Gut. Lalalala. Wir laufen wieder zurück. Wir haben aber unsere Special-Macht. Wenn jetzt irgendwie voll was auf uns zukommt, dann bin ich im Eimer, weil ich habe nur noch... Ich habe nur noch, 2 Tränke. Das ist leicht doof. Aber auch nur ganz leicht. Ich dachte, das Vieh wäre tot. Das ist ein anderer. Und weg.
Und Platsch. Und Weichkrabbelpulver. Prima. So, was ist denn hier mit den Wänden los? Ach, das ist ja cool. Das sehe ich ja jetzt erst, dass hier so Quallen sind und dass dahinter so Wasser ist und so. Ah. Ich sollte echt mehr mich umgucken mal. Mich nicht nur aufs Kämpfen konzentrieren. Das ist ja geil. Guckt euch mal hier die Quallenhöhle an. Cool. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, dann wollen wir mal wieder runtergehen. Kommen hier schon wieder welche? Geschahhaft, geschahhaft, aber nie haben die was für mich. Ich finde verhältnismäßig immer noch, und das habe ich irgendwie vor etlichen Parts mal gesagt, nein, da gehe ich jetzt nicht rein, vor etlichen Parts habe ich mal gesagt, dass ich verhältnismäßig wenig finde, dass man Tränke findet. Man findet alles Mögliche, aber selten Tränke, und ich finde, dass man die doch noch immer braucht. Ja, nun sterbt doch einfach mal alle, Mensch. Macht mir doch nicht das Leben so schwer. Kohle kriege ich, aber ich krieg nichts zum Trinken. So. Was ist hier jetzt noch? Irgend so ein meisterhafter Zornesschlitzer. Ah, ja. Da ist ein Haufen von... Oh, oh. Ein Haufen von gemeinen Gegnern. Und der trauernde König. Wo darf ich denn dafür hin? Hier darf ich hin. Dann gehen wir doch hier mal per Schnellreise hin. Anscheinend war ich hier schon mal. Und dann sind wir von hier aus vielleicht ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt eigentlich hin ist. Also... Hi. Dö, 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 dö. Das war jetzt gut. Euer Leben gehört mir. Okay. Wo ist der andere? Kriege ich jetzt meine Belohnung endlich? Danke. Auch immer ist das Inventar voll. Eigentlich will ich auch gar keine Kutten. Kutten sind doof. Gehe ich schon automatisch in den Plunder? Ja. Nein. Muss nicht sein. Alles klar. Und die doofen Gamaschen wahrscheinlich auch nicht. Weiß ich jetzt schon. Gamaschen, 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 Gamaschen. Trollhautgamaschen. Toll. Mit 5 Volltrefferschaden. Das war's halt, ne? Yay. Okay. Könnte es ja mal zur Abwechslung wieder die anziehen. Haben wir ein bisschen mehr Leben. Kann nicht schaden. Dann lauf da mal hin, wieder in so eine Gegend, wo wir noch nicht waren. Wo ist denn das? Wo wir hin sollen? Ist das hier?
Sincere. Dingens. Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich dafür runter? Muss ich dafür hoch? Ah, ich muss hier rein. Okay. Hallo. Hey, du bist ja wieder am Meditieren, du. Ihr seid hier. Und so kann unsere Arbeit nun beginnen. Vieles hat sich verändert, seit ich zum letzten Mal hier war. Dieser Ort ist überflutet von dieser Verderbtheit, von diesem schändlichen Kristall. Wie können die Tuata nur zulassen, dass so etwas mit der Gruft des trauernden Königs geschieht? Dies war ein geheiligter Ort, eine geweihte Stätte, und sie lassen sie zu dem hier verkommen. Wir dürfen nicht zögern. Um an den Schlüssel zu den Sorgen zu kommen, braucht ihr neben diesem Votiv noch drei weitere. Wir müssen Sincere nach ihnen absuchen. Wie kommen wir an den Schlüssel? Um den Schlüssel zu erreichen, müssen wir tiefer in die Höhle vordringen. Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, dass der Weg nur jenen offen steht, die sich um diesen Ort kümmerten. Diese Feien trugen Votive bei sich. Sie selbst sind längst fort, doch ich bin mir sicher, dass die Votive noch hier sind. Wir müssen sie finden. Okay. Also gut. Ja. Wie doll muss ich hier aufpassen? Wo, wer kommt? Ach so, er kommt jetzt mit hier. Ach so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mit ihren magischen Fähigkeiten auch mich treffen. So, dann wollen wir mal hier zusammen Teamwork mit Krankheit immer noch. Bisschen Action. Und ich speichere trotzdem mal zwischendurch wieder. Ja, kann nicht schaden, kann nicht schaden. Und nehmen Borka. Das gibt's doch nicht. Hallo. Hallo. Ey, mitten in meiner Kraft hier. Geht doch. Blöde Viecher, ey. Ja, natürlich ist es wieder voll. Krieg ich noch was? Ja. Wir müssen den Schlüssel zu den Sorgen so schnell wie möglich finden, Sterbliche. Ja. Also gut. Hast du gut gemacht mit dem Helfen und so. Finde ich prima. Dann haben wir ja schon mal das. Was haben wir noch? Eine Feuerscherbe. Dürfen wir hier nach unten laufen? Oh nee. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja sogar hin hier. Keiner bemerkt mich.
Okay. Ja. Das wird super. Was mag das Vieh eigentlich nicht? Feuer? Oder eher was anderes nicht? Was darf es denn sein? Hier. Diese Mauer wird sich öffnen, sobald wir die Votive haben, die überall in Sincere verteilt sind. Sie befanden sich einst im Besitz sanftmütiger Feien, doch nun sind sie zu etwas Grausamerem geworden. Mhm. Wir müssen sie in unseren Besitz bringen, auch wenn wir dafür kämpfen müssen. Macht euch bereit. Ja, vorab betöre ich dich mit meinen verzaubernden Augen. Also gut. Ja, ich wollte mir auch eigentlich nur meine Belohnung hier oben abholen. Votiv des Wassers. Hab's alles geholt. Schaffen wir das noch in dem Part hier, den Rest zu holen? Dann muss ich das nicht im nächsten machen. Das finde ich viel geiler. Wie geht's mir? Nicht so, ne? Könnte besser sein. Kommst du mal her? Sonst nichts, doch. Sag nicht immer, hm? Wir machen das ganz toll hier zusammen. Und es ist auch immer... Ihr habt also sämtliche Votive gefunden. Dann können wir uns nun der nächsten Prüfung zuwenden. Den weinenden Augen. Wenn wir bei Ihnen sind, werde ich euch mehr erzählen. Nun jedoch müssen wir unseren Weg fortsetzen. Okay. Wo sind die weinenden Augen? Noch weiter in den Tiefen von Sincere. Wenn wir unseren Weg fortsetzen, werden wir sie auch finden, Sterbliche. Hm. Also gut. Ich mach das hier alles im Schnelldurchlauf und guck mir mal wieder hier die Kulisse an. Was schwebt denn hier eigentlich rum? Steine? Smaragde? Rinde? Ich weiß es nicht, aber es sieht cool aus. Es schwebt hier alles so vor sich hin. Darf ich den letzten auch noch machen und den Part ein bisschen überziehen? Ja, darf ich, oder? Ich habe jetzt keine Lust, gerade einen Cut zu machen. Können wir das jetzt auch noch hier schnell durchziehen? Gut. Die Tiere haben ihren Zweck erfüllt. Kommt, lasst uns tiefer nach Sincere vorgehen. Bevor wir den Schlüssel erreichen können, müssen wir eine letzte Herausforderung bestehen. Die weinenden Augen. Wir müssen sie finden. Also gut. Das hatten wir doch aber schon. Achso, weil wir jetzt hier durch können. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da wusste ich's doch. Thank you.
Ja, gut, ne? Da staunst du, was hier möglich ist mit uns beiden. Ja, das... Nee, das muss ich mir jetzt holen. Oh. Makellose Beinpanzer. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich zeige euch dann im nächsten Part auch, was ich so im Moment überhaupt benutze an Waffen und so. Aber die Chakrams seht ihr ja schon immer. Sehr viele Scherben, sehr viel zum Gemmenschleifen gibt's hier. Dies ist das andere Hindernis, das wir überwinden müssen. Die weinenden Augen. Sie sind die letzten Wächter auf dem Weg zum Schlüssel. Ihr müsst an sie herantreten, Sterbliche. Nur wenn ihr ihnen antwortet, werden sie euch den weiteren Weg weisen. Wie überwinden wir die Augen? Indem ihr sie beobachtet. Es ist weniger ein Rätsel als eine Prüfung eurer Geduld. Ahmt die weinenden Augen nach und der Weg wird sich öffnen. Okay, ich muss jetzt ganz schnell einen Cut machen, weil ich überziehe hier echt und mache hier einen auf Wochenendpart und das ist es ja nicht. Da vorne sind die weinenden Augen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Bis dann!